Hit ist 10. August und da ist Laurentifest auf dem Feldberg. Ihr seht ein bestes Laurentiwetter. Gerade 10 Grad plus. Deshalb habe ich den Dick schon angezogen. Aber jetzt muss ich pressieren. Nämlich in der Todtnauer Hütte ist nämlich der Gottesdienst. Bis dann. Laurentius ist die einzige Messe, wo man mit einem Bier nachgehen darf. Und wenn man Glück hat, kriegt man sogar noch ein Schlückli Wein vom Pfarrer. Während der Messe sah ich da jetzt danach, also alles was recht ist. Und das Dirndl zieht man dann bloß zum Laurentia oder gibt es auch noch andere? Oktoberfest! Wie unterscheidet sich das Oktoberfest vom Laurenti? Das ist schon ein Fest, da muss man nicht laufen. Also Sachen gibt's, hä? Sind ihr vom Fußball? Sind ihr hier, oder wie? Ja. Wo sind ihr? In Todtnau. Nein! Kletter. Und dann sind wir morgen rumgelaufen, oder? Ja, ja. Um 6 Uhr sind wir los. Um 6 Uhr? Oh. Morgen. Also, du halte stellst du dich schon so. Nein! Aber du Lierde! Ich hab das denn jetzt geglaubt! Du wechsel im Opa Sino. Der hat ihn selber brennt. Echt? Hey, ja. Du musst auch mal vorbeigehen in der Sennhütte. Ja. Im Schwand. Im Schwand. Blattschräge. Warte, da. Da. So, also, zum Wohl, Kameramann. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Sagst du, im Ober, schön gewesen. Er macht einen Sauguten. Ja, sag mal. Also. Ja, wir kommen regelmäßig auf die Laurenti. Vor allen Dingen halt, wenn man da viel Leute trifft, auch aus allen Regionen. Das ist grenzüberschreitend. Nur das, was es halt im Ursprung war, das Fest der Vieh, des Viehs und der Viehhirten, das ist schon lange vorbei. Es ist jetzt halt mehr dem Kommerz gewidmet. Und der Laurentius ist sozusagen für dich ein Feiertag, oder? Der Laurentius ist für mich, eigentlich war ja früher der Laurentius, war ja ein Burenfest. Das ja. War ich schon. Ja, ja. Da sind sie auf dem Feldberg noch auf die Buren und haben Ochsen und Kälberler gekränkt. Wogen. Gewogen und verkauft, dann merkt jetzt gell. Ja. Und wenn sie Ochse kauft, dann haben sie aber immer zwei gleiche gekauft. Geht Gott. Jetzt zieh halt mal. Einen Zack. Flure dort mit Kopf und Stutz. Was ist für euch Heimat? Siehst du? Was? Siehst du? Wandern, miteinander schwätzen, daheim und nach dem scharfen Bier trinken, das ist für mich Heimat. Aber ich bin immer wieder überrascht, was es neue Sachen gibt.